Der neue Dragon Ball Super Arc wurde enthüllt. Der Manga geht im Dezember weiter und alles, was wir haben, ist dieser Post mit folgender Aufschrift. Ein neuer Arc beginnt. Goten und Trunks werden Superhelden. Erwarte viel von Son Gohan und Piccolo im Manga. Wir können auf dem Bild Son Goten und Trunks erkennen, die mittlerweile schon ein bisschen älter sind und welche wir bereits am Ende des Dragon Ball Super Superhero Film gesehen haben. Und wie es ausschaut, wird der Fokus hauptsächlich bei ihnen und bei Son Gohan und Piccolo liegen, ähnlich wie es im Film war. Schließlich soll es sich bei diesem Arc um ein Prequel des Kinofilms handeln und ein bisschen die Geschehnisse vor dem Film erklären. Also denke ich, dass auch hier Goku und Vegeta eher keine große Rolle spielen werden und wir auch nicht viel mehr vom Granola-Arc und vom Black Freezer zu hören bekommen. Aber dazu gleich noch mehr. Wenn wir das Bild genauer analysieren, sieht man, dass Goten und Trunks hier spezielle Outfits tragen, die bisschen Superhelden-Vibes geben und Parallelen zum großen Saiyaman haben. Sieht aus wie ein Mix aus dem Saiyaman und dem Saiyajin-Outfit von Vegeta. Außerdem wird auch ein bisschen angeteasert, dass Goten und Trunks Superhelden spielen sollen. Kann man deswegen gut vorstellen, dass sie auf Undercover-Basis Helden ihrer Stadt sind und ein paar Verbrechen fixen. Wie es damals Son Gohan als großen Saiyaman gemacht hatte. Wahrscheinlich wird es auch in die Richtung gehen, dass sie auf derselben Schule sind und eine Doppelidentität führen, aber das sind natürlich alles nur Vermutungen. Kann mir dennoch kurz einer erklären, wie so auf dem Bild Son Goten aussieht wie Yamcha? Da sieht Trunks meiner Meinung nach schon ein bisschen fresher aus. Außerdem sehen wir unten noch eine Einblendung von Son Gohan und Piccolo, die wahrscheinlich am Trainieren sind. Gohan hat ja dieses OG Piccolo Outfit an, sieht also aus, als würde Piccolo ihn wieder zwingen zu trainieren, aber mehr kann man auch nicht ablesen. Die Frage, die sich jetzt aber viele stellen, ist, was ist mit der Granola-Saga und was ist mit Black Freezer? Der letzte Manga ist ja mit dem Auftritt von Black Freezer geendet und der kommende Manga scheint nicht an dieses Geschehen anzuknüpfen. Wir bekommen nämlich einen relativ großen Timeskip und machen beim Superhero-Arc weiter, was eigentlich ziemlich verwirrend ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Superhero-Film adaptiert wird und es erst danach wieder mit Black Freezer weitergeht. Also dass wir danach wieder zurück in die Zeit gehen, was viele etwas unverständlich finden. Die meisten Leute beschweren sich nämlich über die Fortsetzung und finden den Timeskip komplett unnötig. Ich selber finde es zwar auch etwas unpassend, aber ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen wollen, um das weitere Geschehen zu entwerfen. Vielleicht geht es ja auch schon sehr bald mit dem Anime weiter und man will, dass der Anime ein bisschen den Manga erstmal aufholt. Wäre meiner Meinung nach auch etwas besser, wenn der Anime erstmal ein bisschen weiter voranschreitet, bevor der Manga wieder mit Kontinuität fortgeführt wird. Aber wie es am Ende weitergehen wird, können wir leider nicht wissen. Was ich mir von einem Prequel auf jeden Fall wünsche, ist, dass man den erwachsenen Gotenks sieht. Ich denke, dass ein Charakter, den viele schon seit langem wollten, aber nie zu Gesicht bekommen haben. Außer im neuen Kinofilm, aber da wurde ja die Fusion gefailt. Gotenks ist generell ein Charakter mit sehr viel Potenzial, welches leider in Dragon Ball Super nicht mehr genutzt wurde. Nach den paar Schlägen von Beerus war Totenstille. Son Goten und Trunks sind generell ziemlich irrelevant geworden, obwohl man deutlich mehr aus sie machen könnte, weil die halt eben die neue Gen sind und somit viel zur zukünftigen Story beitragen könnten. Finde es genau deswegen nice, dass den beiden wieder ein bisschen mehr die Bühne gegeben wird. Also mal sehen, was das Ganze zu bieten hat und ob es ein gelungenes Prequel wird. Wie man sehen kann, sind die Meinungen eher gemischt. Viele wollen die Fortsetzung des Granola-Arcs, viele wollen Black Freezer, aber was soll's. Schreibt mir gerne eure Meinung und Erwartungen dazu in die Kommentare und bis zum nächsten Video.